Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier nach wie vor in der Vault 88, haben aber den Auftrag bekommen, nach draußen zu gehen, um für die Aufseherin was zu erledigen. Das werden wir momentan noch nicht tun, ich möchte nur hier schnell die Wand fertig bauen. Für den Fall, dass von dort irgendwann mal ekelhafte, Gule herkommt, dass meine Leute hier nicht total zerfressen werden und so, ne? Also, bam. Ich brauche auch ein bisschen Platz noch. Ich möchte hier noch um eines oder um zwei, vielleicht sogar, ich glaube eines hat gereicht, oder? Ich muss zählen. Eins, zwei, drei. Wow, das geht sogar noch eins, so wie es ausschaut. Okay, das wird ja riesengroß. Ich habe vergessen, wie groß es war. Ursprünglich. Na, würdest du bitte. So eine liebe Wand. Ich danke dir. Dann geht sich hier noch eins aus. Jetzt stehe ich da. Da gehen sich noch zwei. Also eins sicher noch. Ich bräuchte nochmal so einen Boden. Und da bitte anklipseln. Also bis hierher. Ja, da geht sich volle Wäsche noch eins aus. Also bis hierher ist einmal Bürobereich sozusagen, die drei Flächen hier. Ach warte, da war noch eine vierte, ne? Ich hatte hier vor das Aufzimmer, das Aufzimmer. Entschuldigung. Den Aufseher-Dingens da zu machen. Was bist denn du? Achso, das ist der untote gestorbene Typ da. Genau, das Aufseherzimmer, das heißt, es muss bis hierher. Das heißt, wir sind schon groß genug. Gut. Wir sind groß genug. Das heißt, anklipseln bitte. Na, komm, ja. Das heißt, so passt das schon mal von der Größe. Dann schließen wir hier genau an. Zack. Das müsste nochmal so passen. Gut. Gnädigste, du könntest auch ein bisschen Licht gebrauchen, oder? Also, die hat schon ein Essen zusammengebracht. Ein Essen hat sie schon. Die gute. Was mache ich da? Mich verdrücken wieder mal schön sauber. Was denn sonst? Hey, raus da bitte. Hier rein. Ich möchte noch ganz schnell, wie gesagt, das fertig bauen. Und schnell, ich hoffe, das schnell geht. Ja. So circa in etwa, hoffe ich das. Was haben wir denn da alles? Ein Ende. Soll das dann ein Dach oder so sein? Ich dachte ja zuerst, das sind Rampen oder so, dass man in den zweiten Stock raufkommt. Also Treppen halt. Aber die werden wahrscheinlich dann wieder woanders. Ah, das wird hier sein, Geländer. Ah, ja, freilich. Das ist dann hier. Alles Klärchen. Ich wollte nämlich eigentlich einen hübschen Balkon probieren zu bauen. Ich bin auch sehr gespannt, ob es uns gelingen möge tun. Wo ist denn der zweistöckige Fensterdingens? Bist du Fenster? Nein, nix Fenster. Du Fenster? Na. Was ist eigentlich da der Unterschied? Außer, dass es heller ist. Größer ist es, ha? Ist das... Ach so, ich verstehe schon. Genau, da fehlt der Mittelding. Okay, Entschuldigung. Passt wieder. Selber verwirrt wieder mal, so wie es sich gehören tut. So, da kommt die Türe hin. Ich will es probieren. Ich will das jetzt probieren, ob wir hier einen Balkon zusammenschustern können. Einen Ball vom Kon. Einen Ball vom Kon, genau. So, hier doppelt. So. Perfekto. Das schaut schon mal nicht so schlecht aus. Ja. Und jetzt möchte ich gern probieren, ob wir hier noch was anbauen können. Also dazu bauen können. Und zwar habe ich da eben an einem Balkon gedacht. Ich muss mal probieren, ob es überhaupt gehen könnte. Täte tut, aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich in Form einer Terrasse könnte ich mir schon eher vorstellen, dass sowas geht. Aber ich glaube, da werde ich nicht weit kommen, ne? Aber es müsste doch irgendwie jetzt eine Möglichkeit geben, sowas machen zu können, oder? Innenbereich oben. Innenbereich oben, dann ist so ein Hakel dabei. Hm.
Gibt es dann sowas wie einen Außenbereich auch? Ach so. Aha. Okay, ich glaube, wir haben es gefunden. Okay. Und jetzt? Jetzt haben wir da aber zwei Türen eigentlich. Das gehört sich so. Wirklich? Na, oder? Und jetzt nur die Dingens klappt nicht, oder was? Was? Oh. Da wurde es gerade wieder schwarz, der Bildschirm. Na supi. Jetzt gehen? Da wir den da schon haben. Oder müsste ich da. Warte, da gibt es noch einen Aufsatz drauf, ne? Warte, ja, da hat was getan. Es hätte sich. Ach so. Aha. Da muss ich echt ein zweites Fenster haben. Echt? Das ist ja echt. Das ist echt interessant. Ich probiere das jetzt einfach mal so. Ich will ja nur einen kleinen Balkon haben. Nur so. Wow. Eigentlich wollte ich das nur so haben. Ne? Und da oben. Ich kann da oben gerade noch nicht drauf schauen. Ich bräuchte so eine Rampe mal. Ganz dringend. Die könnten wir aber hier hochbauen, oder? Oder hier hoch. Oder hier hoch. Oder da. Oder da drüben. Ich brauche einen Boden. Einen Boden. 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 So, ich mache schon wieder lauter Blödsinn. Ich weiß. Das gehört zu meinem Natural. Nein, du bleibst da. Eine Rampe hätte ich gern. Siehst du, da sind überall Glander. Und die hätte ich gerne, ehrlich gesagt, so dreh dich mal. So. Wobei ich jetzt halt schon gern an der Wand gehabt, ne? Ich lasse es mal so. Ich lasse das mal so, damit ich wenigstens mal raufgehen kann. So, yeah. So, wie schaut es denn jetzt da draußen aus, meine Lieben? Ja, da gehört so ein Aufsatz. Da gehört noch was dazu. So, vom Boden her. Das sieht man doch. Jetzt ist halt die Frage, ob das mit. Aha, ja, super gemacht. Traumhaft. Gratulation! Ich wollte nur mal schauen, ob das. Ach so, das gilt nur für da drüben. Na Fisch, da muss das wohl oder übel. Oben. Ah, ich will das nicht so haben. Da muss das ja noch so herpassen. Aha, das wird unten wieder passen. Hä? Und wenn ich das selber bauen würde? Hm. Juckt ihm nicht wirklich, ne? Okay, das mit dem Balkon war keine so gute Idee. Da komme ich irgendwie nicht dorthin, wo ich gerne hin möchte. Aber vielleicht hätte ich einfach nur brauchen, nochmal so eine Außenwand zu bauen. Warte mal, ich reiß mal was weg. Versuch macht ja bekanntlich klug. Warte. Hui. Ich probier was. Und zwar. Die Tür haben wir da, ne? Wenn ich die jetzt hierher baue, klipsel die an. Ah, das ist ein Fenster, hoppla. Wo ist denn die Tür? Ja, das wird sie machen. Pass auf. Was wäre, wenn? Wenn ich das jetzt einfach so mache. Schau mal, ja? So. So. Und hier nochmal. So. Dann haben wir hier eigentlich ja sowas wie ein Balkon. Mit
Dach. Das hat sonst ja niemand. Oder? Wenn wir jetzt nochmal raufgehen, müsste es doch passen. Dann müssten wir hier ein hübsches... Ja, ja, das schaut besser aus. Und dann können wir hier normalerweise... So. Wie gesagt, ich probiere nur rum, ne? Würde das jetzt... Ah ja, das geht. Mua. Hätten wir was Schöneres? Aha, das ist das Ende. Ende 2. Was bist du? Aha. Na, wenn es mittig ist, will man eben so mal anfangen, ne? Gibt es auch was um die Kurve? Wahrscheinlich so in der Form nicht, ne? Klapselst du hier auch an? Eher nicht, ne? Wie machen die eigentlich die... Ah, ich sehe schon, hier haben wir die Ecken. Hier haben wir eine Ecke. Würdest du auch vielleicht so gutig sein und mitmachen? So nimmt was. So aber nicht. Bist du dann vielleicht der Richtige? Oder du vielleicht? Will das... Das ist ja mal mysteriös. Und was ist mit dir? Ah, der passt. Und da müsste dann der her, ne? Jawohl. Ja, ja, das schaut ja schon nicht so schlecht aus. Ja, das ist so, wie ich es haben will. Fisch. Da freue ich mich. Super, das hat schon mal hingehauen. Dann haben wir hier schön die Fenster. Fisch. Ich weiß, das wird heute wieder eine Baufolge. Es tut mir leid. Wir werden das Tageslicht heute noch nicht erblicken, glaube ich. Ja. Auch hier wäre so ein Glanter nicht schlecht, ne? Aber ein gerades mit Anfang geht sich das hier aus, obwohl hier die Treppe ist. Wohl eher kaum, ne? Die Treppe wird hier schon als Schutz funktionieren, schätze ich mal, ne? Und hier so im Eck. Das hier haben wir schon mal. Jawohl. Und hier? Wahrscheinlich wegen der Treppe will er nicht, denke ich mal. Wieso sollst du denn die Treppe bauen mit Loch dazwischen? Also noch eins versetzt. Hier? Dann so? Na komm. Treppe, die Rampe halt, ne? Na würdest du... Du hast doch vorher, warst doch gerade grün. Ja, so geht's auch. So geht's halt auch. Nur, dass es gerade nicht so schön funktioniert hat, wie ich es gerne gehabt hätte. Das heißt, ich muss da echt... Na, ich muss da Platz lassen. Könnte schon hinkommen. Dass man da echt Platz lassen muss. Und jetzt da wäre halt nochmal so ein anderes Eck nicht schlecht, ne? Das da? Fast. Das hier? Fast. Das da? Nicht, auch nicht wirklich, oder? Sowas könnte ja auch nicht passen, oder? Ach so, warte. Mit Ende, oder? So eins, ne? Das müsste eigentlich... Das will aber nur so. Das ist ja mal interessant. Und das geht zu wenig weit herüber. Scharf? Was ist denn da los? Dann soll das echt so sein, ohne einem schönen Ende vom Geländer. Von der Seite her geht's.
interessant. Dann müssen wir das selber zusammenschustern, oder wie? Probieren wir es halt selber zusammenzuschustern, oder? Und hier? Würdest du Clips machen? Hab keine Lust. Ja, das schaut jetzt aus. Na, das passt so überhaupt nicht. Das ist jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Das hatte ich gerade vorhin auch super. Eigentlich. Hätte das super hinhauen müssen. Das ist gerade echt mysteriös. Naja, zur Not will ich mal so machen. Das schaut aber nicht sonderlich hübsch aus. Eins rüberbauen und dann erst, na, das hätte ich so schon gern gehabt. Perfekt schaut das jetzt aber nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenigstens fällt keiner runter. Muss ich schon zufrieden sein. Aber perfekt ist jetzt was anderes. So, dann nochmal. Clipseling. Und da vorne eigentlich könnte man wieder, wenn es sowas gibt, so ein Eck, ne? Schöner hinstellen, Entschuldigung. Bist du schon das richtige Klipselding? Nicht ganz. Und wie schaut es mit dir aus? Ich glaube, das ist auch verkehrt. Wie schaut es mit dem aus? Ja, siehst du, da funktioniert es. Und da drüben aber nicht. Hier? Ah. Ja, naja, was soll's. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Hoffen wir es halt. Dass das jetzt nicht allzu tragisch ist. Na gut, auf jeden Fall wollte ich nur hier einen Balkon haben zum Glubschen. Hier wird es wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber ist eh wurscht. Theoretisch könnten wir dann den Balkon hier noch ein bisschen erweitern. Dass er hier eben ganz ansteht. Mal schauen, wie das Ausschauen täte tut. Aber ich glaube, so gefällt es mir besser. Da weiter mal zumindest. So, wir gehen wieder einen Stock runter. Runter mit dir. Und bauen hier einmal 1, 2, 3 das Büro. Und da drüben kommt dann noch eine Fläche hin. Für das Schlafgemach der Aufseherin. So, das bedeutet, wir brauchen jetzt mal einzeln. Bist du unten? Na, das ist oben. Da müssen wir aufpassen. Mitte braucht man nicht. Innen, Ecke unten. Ja, unten ist schon gut. Unten ist sehr gut, aber da können wir die Bodendinger können wir wegtun. Stimmt. Den Boden können wir vorher noch wegschmeißen. Na, schmeißen wir weg. Den tun wir anders hinstellen, so wie hier. Und zack. Und kommst du auch noch mit? Das, die Kisten, das Lumpert können wir da mal eh mit herstellen, das passt schon so. So. Wieso bist du jetzt wieder schief, du Kerl? Das ist echt interessant mit diesen Böden. So, mach. Die Powerrüstung schwebt in der Luft. Ob das jetzt so gut ist, bin ich mir gerade nicht so sicher. Kann man die eigentlich verschieben? Nö. Ich muss mal kurz einsteigen. Ich muss sie woanders hinstellen. Das passt so gerade nicht. Zack, zack, zack. So. Ja, das glaube ich auch. So, wir stellen das Zeug einmal hier hin. Da dürfte nochmal nichts stören. So, ausziehen. Ah, nicht die Waffe ziehen. Ausziehen. Wieso nicht? Jetzt ab. Wir hatten hinten zu wenig Platz, darum konnte ich mich nicht entkleiden. So. Vom Pip-Boy werden wir mal das Licht anmachen, damit wir mehr sehen. Strampeln. Das hat einen Sinn, oder? Ja, du machst für uns Strom. Der arme Glenn. Der arme Glenn, der arme Glenn. Oder Glenn. Glenn oder so, ne? Glenn, Glenn. Irgendwie so. Da, das nehmen wir auch mit. Den Strampler nehmen wir dann auch mit. Dann haben wir schon gut Platz. So, Herr Strampler.
Du kommst hier hinter, warte mal. So, bitte, kannst du strampeln? Geht schon. So, jetzt kommt, jetzt wird's interessant. So. Jetzt kommt wieder eine schöne Ecke. Eine doppelte oder soll man einfach lassen? Ah, ich weiß schon, wie man das anstellt. Warte mal, da gibt es ja noch eine Wand. Die Wand gefällt mir persönlich auch sehr gut, weil sie nämlich doppelt so hoch ist. Das passt nämlich super geilo, finde ich persönlich, für so eine Aufsehergeschichte. Siehst du, ohne Mittelding. Ohne Mittelding. Aber jetzt muss ich dann hier trotzdem noch Wände bauen. Ich hoffe, das klappt. Und jetzt muss ich wieder ein Einzelding bauen. Warte. Weil hier kommt ja schon das Fenster vom Aufseher hin. Das da. Warte, ich wollte das eigentlich... So gehört es normal, ne? So oder so. Ich glaube, ich habe das Fenster schon mal falsch eingebaut. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt eigentlich so gehört oder andersrum. Aber so wird es halt schöner ausschauen, finde ich irgendwie. Mit der Halterung. Ich lasse es mal so. Und den Boden. Jetzt hätte ich ihn da lassen können, den Boden. Ich bin so schlau. So. Das müsste so theoretisch funktionieren. Praktisch tut es da mal auch noch. Und jetzt brauche ich nochmal die Wand. Geht das? Klebst du mir da an? Ja, nein. Warte, ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das wird ein schönes Bürohäuschen. Und da oben kommt jetzt dann nochmal, Vorsicht, muss ich noch lesen. Das ist oben, ne? Ah, das ist eine Ecke, warte. Aber kein Joghurt mit der Ecke. So. Jetzt hätte ich hier theoretisch noch zwei kleine Gucklöcher machen können, so kleine Fensterchen. Aber ich glaube, so passt schon. Gut, jetzt da kommt das Versuchsexperiment Kaninchen, wie auch immer, Nummer 2. Und zwar eine Wand. Ich möchte hier noch eine Wand haben. Und da auch, ehrlich gesagt. Aber ich glaube mal, dass das nicht so einfach hinhauen wird. Das schaut schon wieder ein bisschen kompliziert aus. Beziehungsweise werde ich das rausreißen. Machen wir das besser so. Dich reiße ich raus. Und hier mache ich ein schönes Eck hin. Warte mal, da gibt es doch so ein Doppelding mit Ecke. Doppelding, Doppelding mit Ecke, ach wie fein. Doppelding mit Ecke, du bist jetzt mein. Lalalala. Okay, das sollte eigentlich andersrum sein. Da könnte ich da gleich eine ganz normale Wand hinklatschen. Aber machen wir es gleich so. So. Zack. Und da Ruhe ist. Wow. Ja, wieso nicht? Passt. Das passt doch. Ich finde, das können wir glatt stehen lassen. Dann gibt es hier eben das Büro. Das heißt, hier dann nochmal, um die Vault innen begutachten zu können, wäre es sicher auch nicht so schlecht, wenn wir da nochmal einen Boden wegnehmen. Ja, macht dir das Radfahren Spaß? Ja, ne? Schön weitermachen. Ist für die Gesundheit. Boah. Ja, ne, Leute? Leute mit dem übertriebenen... Gibt's ja auch. Es gibt Leute, die haben wirklich einen übertriebenen Sinn für Sport und so. Soll jetzt keine Beleidigung sein, aber ist so. Die sind sogar so intensiv, sag ich mal. Ich hau das weg. Mit dem Sport beschäftigt, dass sie sogar, ja... ihre Gelenke so stark abnutzen, dass das ehrlich gesagt gar nicht mal so gescheit ist, was die da machen. Theoretisch müsste das so gehen.
Mit Fenster eben. Aber jetzt ist das ja voll hässlich, oder? Jetzt möchte ich noch was probieren. Kann man hier einzeln eine Wand hinklatschen? Warte, die war da unten, ne? Oh, doch, doch da oben. Warte. Damit das schöner ausschaut. So, warte. So. Würde das gehen? Na, ne? Das bleibt so hässlich dann, ne? Als zusätzliche Verkleidung geht da nichts. Nö. Das sieht aber nicht so schön aus. Aber es sind alle Wände, glaube ich, so, ne? Es ist auch die Wand eigentlich nicht viel anders, ne? Na, die hat auch dieses schiefe Kreuz. Es hätte halt alles so hergebaut gehört, ne? Gedreht einfach. Aber es ist wurscht, es ist halt außen schier. Tatsächlich, man kann es verkleiden. Man kann es verkleiden! Ich bin glücklich. Ich bin gerade sehr glücklich geworden. Ja, in der Tat. In der Tat, ich verstehe schon. Das wird nochmal weggerissen. Entschuldigung, dass ich so ewig lang brauche. Aber das muss schön werden. Ich will das anständig machen. Ich will das schön machen. Wenn wir 20.000 Parts dafür brauchen, dann tut es mir leid. Dann haben wir 20.000 Parts dafür gebraucht. Aber theoretisch sollte das auch gehen, oder? Oder funktioniert das wahrscheinlich nicht, so wie ich das jetzt gerne hätte, weil hier der Boden und so ist. Wie kriege ich dann so eine schöne Wand hin? Das wäre es gewesen, ne? Die Wand wäre richtig gewesen. Nochmal alles wegfetzen. Ach du Heilige. 30 Jahre später. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen. Also warte, andere Stimme. Hallöchen, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu meinem 1000. Abonnenten-Special hier bei Fallout. Wir sind noch immer am Bauen und ich merke gerade, dass das Mittelding da ist. Du Mittelding. Ich hasse dieses Mittelding. Aber das wäre genau das, was ich gewollt hätte. Das schöne Ding. Das Mittelding. Und der radelt schon wieder. Gehen wir Vollgas. Der wird sicher bald ein Herzpatschen kriegen. So wie die Aufseherin gesagt hat. Ja, ja, aber so sollte es schon werden. Irgendwie so sollte das schon hinhauen. Nur eben dieses Ding da ist scheiße. Das Ding hier gefällt mir nicht. Das muss ich dann selber bauen. Das müssen wir selber bauen. Das heißt, her mit dem Boden. Ein Boden. Wo bist du denn, Boden? Da ist der Boden. So, der Boden kommt mal her. So, das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann kommt als nächstes eine Wand. Wenn ich sie anfinde, soll hier die Wand her. Und da am Eck auch. Hier. Wand. Wand. Du sollst hierher. Wand. Wand. Du schäbige Wand, du. Oder, warte, den Boden können wir vielleicht noch brauchen. Ich muss ein bisschen rumexperimentieren. Ich habe keine Ahnung, wie das am schlauesten geht. Ihr wisst das doch schon längst. Ich weiß. Aber ich habe keinen Plan. Es ist so. Geht sich das hier aus? Wenn ich das nochmal hierher baue. So im Ganzen. Ja? Halt. Na, wenn, dann nur außen, ne? Ein zweites Mal. Aber hier will er nicht. Warum willst du nicht? Du Kerl. Es wäre doch ganz supi, wenn das hinhauen würde. Da drüben würde es gerne machen, aber hier? No way. Wenigstens so. Warte, ich hau nochmal die Wand weg. Ich probiere da was. Wieder mal. Warte mal, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre ich hier mit dem Bauen schon fertig. So, warte, jetzt brauche ich aber das. So. So wird es gehen. Aber die Wand bleibt hässlich. Und das stört mich. Was wäre, wenn...
Aha, hier magst du nicht. Du Kerl. Und wenn jetzt? Das ist muss kompliziert, ich schwöre. Ja, 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 ja. Ja? Nein? Paprika? Halt. Ich hätte es gern verkleidet. Vergiss es. Das ist ärgerlich. Du Beitel, warum willst du nicht? Na, nicht so. So, meistens hat sie schon geholfen, wenn ich das so gemacht habe. Es tut mir leid. Es tut mir nochmal leid. Ich kann mich nur entschuldigen. Es tut mir sehr leid, dass das alles so, umständlich ist. Gut. Mit Boden funktioniert. Alles klar. Mit Boden nimmt das. Jetzt ist das aber die Wandmitte, ne? Nimmt er die für da oben vielleicht auch? Als Verkleidelung? Oder eher nicht? Das ist jetzt die Frage, ne? Aber ich glaube nicht, dass es nimmt. Wandmitte. Hätte es nicht auch eine Wand unten gegeben? Nur mit dem, ne? Wand unten. Warte mal. Boah. So. Übel. Halt, hör auf zu blinzeln. Warte mal, warte mal. Ich glaube nicht, dass das was wird, ne? Ja, warum einfach, wenn es kompliziert geht, meine Lieben? So, klebst du jetzt vielleicht an? Du Sackelpicker. So vielleicht? Mach wenigstens mal so. Ja, 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 ja. Ich probiere einfach jetzt mal ein bisschen rum. So, du kommst mit. Du müsstest da oben passen. Jawohl. Gut, das hätten wir schon mal. Vielleicht geht es jetzt ja besser. Ich glaube nicht, aber... Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt immer. Ja? Na. Er würde es immer auf der anderen Seite anklipseln, aber auf der Seite will er es einfach nicht haben. Was wäre, wenn das jetzt rausfliegt und ich jetzt da eine Wand haben will? Das ist selber in Grün, ne? Wenn ich die jetzt wieder raushau und sie gegen eine normale ersetze. Wo bist du, Wand? Da ist Wand. So. Und jetzt hier mit dem Boden. Und na, warte. So. Die Wand. Oder vielleicht trotzdem nochmal so. Und jetzt die Wand. Und zwar so. Na, würdest du... So hätte ich sie gern. Meine Güte. Ah, stimmt. Warte kurz. Da gibt es ja noch so ein Teil. Boah, ist das kompliziert. Wo ist denn das Eck? Da. Mehr Eck. So vielleicht. Warte mal. Halt. Warte mal. Und jetzt vielleicht. Wo ist denn die Wand hin? Die ist futsch. Und jetzt vielleicht. Die zur Verkleidung. Die Wand. Die eine hier. Und die da. Willst du jetzt gehen? So auch nicht. Das ist ja nicht zu glauben, oder? Der Part ist auch gleich zu Ende. Es ist zum Heulen. Warte.
Es ist zum Heulen, es ist zum Heulen. Es ist zum Weinen und ich hab Schluck auf. La la, la la. Und geht jetzt eine Wand? Oder gehst du hier noch ein zweites Mal jetzt? Na, so nicht, so einfach sicher nicht. Vielleicht geht jetzt das mit der Wand, bitte? Hättest du die Güte? Oder zumindest, ich überlege gleich was anderes aus, irgendwie, keine Ahnung. Na, das kannst du vergessen. Ne, so wird das nix. Ja. Nö. Nee, nee. Da war das schon am besten so. Das geht dann halt nicht. Aber zumindest wenn es geht, komme ich dabei nicht drauf. So, dann eben nochmal die, die wir es am Anfang gehabt haben. Tut mir leid wegen der ganzen Ressourcenverschwendung. So, dann eben so. Upfingatsch. Ist halt leider so ein bisschen schier. Es hilft nichts anderes. Es hilft nichts. Es geht nicht anders. Es funktioniert eben nicht. Ich könnte es nochmal probieren, aber ich glaube, das sehe ich schwarz. Nö. Maximal mit der noch, herunten wenigstens. Da, heroben. Weiß nicht, ob das klappt, aber ich fürchte nicht. Da herüben wird es gehen. Ja, schön. Und jetzt da, hier vielleicht. Nicht so wirklich, oder? Und hier? Auch nicht so wirklich. Ja. Es ist halt zum Mäusemelken. Es hilft halt nichts. So. Würdest du wieder... Jetzt will der Boden nicht mehr anklipsen. Ja, so schaut's aus. Ist ja nicht zu glauben, oder? Ernsthaft Boden? Doch, macht schon noch mit. Er macht schon noch mit. Weil er muss. Da. Na, warte, das lassen wir lieber noch. Na, großartig, ne? Da war noch die Tür. Ich wollte... Oder kommt hier schon? Nein, hier war das Fenster, richtig. Hier war das Fenster. Vom von der Frau von zu Aufseherin. Die da. Das da. Das hätte eigentlich auch wieder so her sollen. Ja. Ist halt nicht sonderlich schön, aber ja, was soll man machen? Theoretisch kann ich die Wand auch wieder rausnehmen. So. Es ist halt echt nicht schön. Ich hätte es halt gern gehabt, wenn es schon gleichmäßig geworden wäre. Aber jo. Ist halt nicht so. Passt. Soweit, so gut. Dann können wir noch hier ein paar Böden machen. Bam, 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 bam. Was war denn das jetzt? Supizuki. So, schon besser. So, dann hier noch eins. So, da müssen wir mal Ruhe geben, weil ich noch nicht weiß, wie wir das hier jetzt da machen. Da wäre sowieso eine Ecke nicht schlecht. Allerdings aber nur eine kleine. Also keine doppelstöckige mehr. Da reicht so ein kleines Ding. Würde ich sagen. Das heißt Boden, Ecke. Das da. So. Das hätte ich gerne so gehabt. Wenn es möglich ist. Wahrscheinlich muss vorher zuerst der Krotter da verschwinden. Das Teil hier. Das Bett können wir ruhig behalten. So. Von mir aus auch das Regal. Kann sie ihr Glumpert hinstellen. Das hier von mir aus. Na komm. So. Noch irgendwas von Wert. Der spinnt. Da. Na, kommst du mit? Will er nicht. Okay, dann bleibst du da. So.
Und den Rest, glaube ich, können wir so, wie es ist, verschrotten. Weil der geht eh nicht. Passt, weg damit. Super. Jetzt können wir das alles weg. Wieder mal alles weg. So, Werkstatt. Werkstatt. Werkstatt, du auch. Du sowieso. Das Kissen auch. Das Buch von mir aus. Gut. Dann haben wir schon ein kleines Eckchen Platz. Das können wir verwerten, das braucht man nicht mehr. Passt. Na, warte, können wir dich nicht umstellen? Nö. Ich hoffe, das geht sich aus. Schauen wir, sehen wir gleich. Also, die Vault. Dann hier. Und zwar hätte ich es gern so gehabt. Die zweite. Warte, viel. So. Genau. Normalerweise kommt hier, doch tatsächlich kommt da jemand durch. Oje. Dann werden wir da noch was herstellen. Sowas zum Beispiel. Dann passiert da nichts. So, nix. Verdammt, der Part ist auch schwer zu Ende. Ich werde das auch mal... Na, warte. Da habe ich... Genau. Das hatten wir da drüben, ne? Bei dem... Beim Herd stehen. Da. So, jetzt haben wir schon schön Platz. Ach, du liebe Zeit. In der nächsten Folge muss ich mal was anderes machen. Euch zuliebe. Euch werden diese Baufolgen schon mehr als beim Hals raushängen. Na, Servus, Kaiser. Aber es ist halt so, ja... Ich muss viel probieren. Ich habe ja überhaupt keinen Plan, wie schon mal gesagt. Ich weiß das ja nicht. Jetzt willst du da etwa auch nicht mehr eine Wand machen oder so. Doch, will er. Brav, habe ich doch gewusst, dass du das willst. Nein, lass mal es einfach so. So schier schaut es hoffentlich eh nicht wirklich aus. Ich hoffe halt, dass es zum Aushalten ist. So muss ich sagen. Ja. Und wie gesagt, hier wird eben das kleine Gemach von der Aufseherin, dann wird das, glaube ich, schon werden. Das ist nur die Frage. Eins will ich noch trotzdem noch mal ganz kurz probieren. Wie bekomme ich jetzt das Dach hin? Das Dach war nämlich mein Sorgenkind. Oder ist mein Sorgenkind. Sonst muss ich das trotzdem doppelstöckig machen. Ah ja, na, haut alles hin. Haut alles hin, alles gut, alles okay, bin schon zufrieden. Na gut, ihr Lieben, dann machen wir jetzt Schluss, weil es ist schon ein bisschen Überlänge. Schön langsam wird's ja. Schön langsam wird's ja. Ein Fenster wäre noch schön gewesen. Egal. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!